Is that a nice shoe? Is that a nice shoe? Is it bequem? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, der Lockdown ist vorbei, es kann finally wieder guter Content gedreht werden. Ja, ich weiß, was soll dann diese Reaction aus dem einfachen Grund, weil Off-White-Shirts unterwegs sind. Wie einige von euch, nein, keiner weiß das von euch. Ich habe in den letzten 2 Monaten über 2.500 Euro für Off-White-Shirts ausgegeben, für Content auf, vor Lockdown noch, für Off-White oder Off-White und auch dieses Video, wo ich Off-White-Shirts einfach so hergeschenkt habe. Jetzt sind wieder Off-White-Shirts unterwegs. Ich gebe gefühlt mehr für diese Shirts aus, als mein Kanal wieder einspielt, aber das macht nichts, Freunde. Nächste Woche guter Content am Start und bleibt natürlich auch weiterhin gespannt, denn bald geht's auch los mit dem Vorbestellungsvideo für MEM Art Destructeur. Da wird die komplette Storyline der Geschichte und der Substanz hinter der Kollektion vorgestellt. Es wird am 24. sein, also markt das in eurem Kalender, denn am 26. ist dann wieder der Pre-Drop von 18 bis 19 Uhr, weil sehr viele gefragt haben, und im März ist dann finally soweit der offizielle Release mit Trailer, allem drum und dran. Wir werden das schon hinbringen in Kürze der Zeit. Und diesmal gibt es auch keine Verzögerungen. Ja? Gut, Freunde, es gibt auch jetzt keine weiteren Verzögerungen. Wir kommen direkt zur Reaction. Ich habe mal wieder in einigen alten Videos von Mahan gestöbert und bin da auf ein sehr lustiges Video gestoßen. Wie viel ist dein Outfit wert? Millionärskit Edition. Und da sieht man gleich mal einen jungen Mann mit dem Louis Vuitton Supreme Pullover. I don't know. Wir werden sehen, ob der echt ist. Wir quatschen gar nicht länger rum. Schau mal rein. Here we go. Vor 3 Jahren. Jetzt geht mir echt schon der Content aus. Okay, let's go, let's go, let's go, Leute. Mann unterstrich Persa, der Originale. Wilder Style damals. Leute, mein Name ist Mann, willkommen. Schon ein bisschen hell bei mir, gell? Besser überbelichtet als unterbelichtet, aber trotzdem schon ein bisschen hell. Egal, schaffen wir schon. Es ist morgens. Ich drehe das Video nach dem Aufstehen. Du weißt Bescheid, wir gehen heute auf die Straßen und befragen die Leute, wie viel es da ein Outfit wird. Boah, Mann, auf sehr cool, mit cooler Attitüde damals gewesen. Hätte ich direkt Angst bekommen von Mann-Persa. Ihr kennt das ja. Joke. Das ist ja Kanals inzwischen. Und ja, Leute, vergiss nicht, mich auf Instagram und Snapchat abzuchecken. Hier unten eingeblendet. Und Leute, ganz wichtig, vergiss nicht, mich auf YouTube zu abonnieren, damit ihr einfach kein Video mehr verpasst. Ja, bitte, bei mir auch nicht vergessen. Ganz wichtig momentan. Algorithmus könnt nicht, Freunde. Gehst doch nicht unten in der Beschreibung. Hashtag. Die Skrill Army. Nice. Nice, nice. Die ganz alten Vibes gibt mir das zurück. Verlinkt. Also check das ab, ist auch ein cooles Video geworden. Und ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video. So, Digi, wer hast du? Grüß euch. Okay, auch die Newcomer-YouTuber. Auch da hier schon mit der Kamera. Kassian. Kassian, trink erstmal aus, Digi. Le Pont. Drin, ne? Scheiße, ich hab nichts zu trinken. Ja. Okay, Digga. Na. So, Jungs, wie geht's euch? Was geht, Digga? Alles gut. Das wäre einmal in der City. Was? Geht der gleich zur Urinprobe oder was hat der damit? Ja, ja. Okay, Digga, ich fang mal an, was für dein Outfit wird. Digga, hau mal raus. Also, erst zu meinen Schuhe, Yeezys. Klar, beide die Yeezy natürlich. Yeezy Zebra, ich glaube, das war der 422. Release. Dann hat's auch jeder mal bekommen. 400 Euro? Ja. Bei Gold? Hier. Okay, also im Resell gekauft. Komisch, weil die gab es so oft. Die hat sogar meine 50-jährige Nachbarin angefühlt. Zara Hose am Zara besten. Zara Jeans, beste Jeans, ehrlich. Leute, das braucht. Ich habe übrigens im letzten Video, wo wir reagiert haben auf den Typen, der 10.000 Euro für irgendwelche Dinge ausgegeben hat, gesagt, dass das kein echtes Unboxing sein kann, wenn der jetzt Yeezy unboxt. Das war ein bisschen eine dumme Wortwahl. Ich habe ja selbst noch Yeezy zu Hause, die ich ab und an anziehe. Eher selten, aber ich habe selbst noch Yeezy zu Hause. Also von dem her, es war ein bisschen unglücklich formuliert. Wer Yeezy gerne trägt, es gibt Top-Modelle. Also von dem her, alles gut. Um ehrlich gar nicht mal in Frage zu stellen. Zara Jeans sind beste Jeans, sorry. 10 oder 5 Euro. Okay. Dann kommen wir zu der Jacke. 160 Tom Hilfiger. Und dann kommen wir zum. Wie viele Leute rennen auch mit diesem Shirt herum, mit diesen gefalteten Händen? Ich glaube, jeder hat so eins zu Hause. Eastback 15 Euro. Und Pulli von Snice 40 Euro. Stabil, stabil, stabil. Die Off-White-Kappe ist ja mal extrem witzig. Nice. Okay, Digga, geh mal zu kleinen Styler hier. Jo. Styler, Digga. Yo, 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 was geht, Leute? Komm mal raus, Mann. Bullrich 800. Dann, warte. Ja, ist halt blöd, wenn man die Knöpfe nicht aufkriegt. Diese drecksfetten Knöpfe, die man so durchdrücken muss. Hast du ein bisschen gekleckert, ne?
Ja, ja, ja. Kann passieren, kann passieren. Ulrich, also... Er ist so nervös, er zerreißt gleich die Knöpfe. Dann... Jetzt haut er raus, was darunter hat. Oh. Yeah, 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 Mona Lisa, Off-White-Shirt, ganz klar. Off-White? Off-White Mona Lisa. 2,50. Jetzt haben wir richtig in die Cam. Passt ihm auch sehr gut, überhaupt nicht. Also heftiger Oversize-Schnitt auf jeden Fall, würde ich genauso tragen. Stabil. Ah, passt ihm eh, es passt eh halbwegs. 250? Ja, dann hier 15 Euro H&M. Ja. Dann die auch so 450. Deine Cap? Meine Cap 150. 150 von Off-White? Ja. Stabil. So Leute, wir haben hier den nächsten Bro am Start. Schwer motiviert, direkt das vierte Mal die Führerscheinprüfung verkackt, hat ihn Mann jetzt erwischt. Engländer, ihr wisst Bescheid, mein Englisch ist scheiße. How much is your outfit worth? You have a very nice outfit. Yeah, very nice outfit. How much did you pay for your shoes? 140 pounds. Okay, Mann denkt sich, wird schon viel sein. Is that a nice shoe? Is that a nice shoe? Is it bequem? Yeah. Okay, da ergibt sich ja sehr viel Content. Also Top-Konversation, überhaupt nicht einseitig oder so. Is that a nice shoe? Yeah. Okay. And you... Okay. And 60 pounds? 60 pounds for... Okay, Was hat er da rausgeschrieben? Okay, 60 pounds? 60 pounds for... Okay, your shirt. From Hugo Boss? Yeah, 100 pounds. 100, oh, okay. Your jacket, how much is your jacket? 700. A little cringe schon, oder? 100 euro, wow. 700 pounds sind so umgerechnet 900 euro, glaube ich, denke ich mal. So 800. Ich glaube, das kommt hin, ja. Ich glaube, 111 zu 100, so irgendwie ist der Kurs. Aber fragt euch nicht, Leute, ich bin so schlecht im Mathe. 900 euro. Okay, you have a very nice style. So, wie heißt du? Malik. Oha, servus Malik, in Babe unterwegs, ein wahrer OG, das ist der erste, wo ich sage, den Style finde ich nice. Malik, Digga, du hast freshes Outfit an, Digi. Dankeschön. Digga, fang mal unten meine Schuhe an, was sind das für Schuhe? Das sind die Jordan 1er, die habe ich hier bei Snipes im Sale für 70 Euro geholt. Schnäppchen, Digga, billige, ja. Also hast du einen guten Preis da ergattert für die Schuhe. Ja, aber sind schon alt. Das ist der erste coole Typ, finde ich. Ah, okay. Was ist das für eine Hose? Sieht fresh aus. Ja, die habe ich von Amazon für 30 Euro. Okay, ist die Quali gut? Ja, schon, die ist okay. Bequem. Ist ein bisschen kalt. Ah, oh. Aber sonst geht eigentlich. Okay, Digga. Dein T-Shirt von Babe? Mein T-Shirt, das 100 Euro ungefähr. 100 Euro, von was du das? Internet auf dieser Seite. Ah. Babe-Seite. Okay, und? Okay. Dein Kapuzenpullover von Babe? Der ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. 200, ungefähr 210. 210? Ungefähr. War teuer auf jeden Fall, aber. Stabil, Mann. Was ist das für eine Jacke? Die habe ich von Amazon, ungefähr 60 Euro. 60 Euro? Du hast da so ein Off-White-Tag, ne? Achso, ja, das habe ich aber nur von einem Freund. Achso. Er hat so ein Off-White-Pullover und das habe ich gegeben. Ich sehe, du hast voll viele Ketten an, Digga. Ja, die habe ich... Was ist das Ketten? Hau mal raus. Das habe ich nur auch von Amazon gekauft. Okay. Das sind solche. Ah, sieht cool aus. Ja, aber nice. Er fährt seinen eigenen Stil, finde ich ganz cool. Dankeschön. Was steht da drauf? Auf dieser einen Kette? Last Kings von Tiger. Last Kings, mega nice. Habe ich auch einen Cap davon. Wilma, hast du noch irgendwas an? Nein, das war's. Was kostet das, wenn ich mir auch solche Haare machen würde? Also. Stellt euch mal an mit diesen Haaren, wie witzig wär's. Die hab ich schon 8 Jahre oder so, ich glaube 40 Euro. 40 Euro? Ja. Okay, dann machen wir uns die mal, ne? Okay, Digga, willst du noch was in die Kamera sagen? Ja, ich grüße die 10A und Francesco. Stabil, Mann. Francesco sei gegrüßt. Okay, ich werde das nächste Pärchen da jetzt einfach mal kurz skippen. Ich plug. Ah, okay. Oh. Nikita. Warum ist Leo noch einmal da? Was hat er da an und wie hat er die Haube auf? Was geht jetzt ab? Ja, Nikita. Freshes Outfit, Digga. Danke, Bruder, danke. Okay, Gucci-Schuhe. Danke, Digga. Was denn das für Schuhe? Das sind Gucci-Schuhe, jo. High-Tops. High-Tops. Was hast du für deine Gucci-Schuhe bezahlt? 350. Aus dem Gucci-Store? Jo, wo denn sonst? Sind die Outlets? Wo denn sonst, Bruder? Frag nicht zu dämlich. Die sind derbe bequem, jo. Ja? Die alten warm. Ja, okay, fresh. Deine Hose? Replay. So. Replay, was hat ja. Die? Wahnsinn, wer hat dich da reingesprengt? Schaut aus wie so eine enge, als wäre so ein, hätte einen kleinen Fetisch.
gekostet? 130. 130, die ist so ein bisschen gewachsen, ne? Ja? Mir gefällt extrem gut bei so engen Hosen, dass man super erkennen kann, was man so alles eingesteckt hat. Vor allem, wenn man dann so fette Geldbörsen mit 1000 Gutscheinen für Billa mit hinten noch drin hat, dann einen Hausmeister-Schlüsselbund in der vorderen Tasche und hinten dann vielleicht noch, keine Ahnung, Snus oder so. Schaut geil aus. Enge Jeans vorne, dann stehen da überall diese Dellen raus. Top. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Sollte ich auch mal probieren. Bisschen ja, siehst du so stretch. Siehst du so leicht ganz stretch. Ah, okay. Stabil. Okay, dein Pullover, Digga. Zoom mal ein bisschen ran. Das ist ein Supreme-Pullover von Louis Collabo, ne? Collabo, gib ihm. Collabo, gib ihm, Bruder. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie hast du für deinen Pullover bezahlt? Collabo, gib ihm. Oi. Bro. 2500. 2500 Euro. Ja, normal. Supreme, Louis Vuitton, Collabo. Krank, woher? Das ist, wenn man seine eigenen Lügen nicht mehr packt und aus Erschöpfung schon stöhnt, weil man es nicht zurückhalten kann. Aus dem Louis Store in Mailand. Hm. Krass, was hast du in Mailand gemacht? Urlaub oder was? Urlaub, was denn sonst so? Bei dir läuft, Bruder. Was hast du für eine Jacke? Museumjacke, 800, aus Italien. I don't know. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gefühlt viel mehr Fake Supreme Louis Vuitton Pullover gesehen als echte. Von dem her gehe ich jetzt einfach davon aus, dass der auch fake ist. Weil in neun von zehn Fällen ist der fake. Ich habe mir schon einmal genau angesehen, wo sind die Unterschiede. Aber Leute, das ist so lange her. Ich sage jetzt einfach, der ist auch fake. Ihr könnt gerne in den Kommentaren Inspektor spielen und herausfinden, ob das wirklich wahr ist. Bist du Italiener? Nein, ich bin Russe, jo. Ah, okay. Hast du noch irgendeinen Gürtel oder so? Collabo Gibi. MS-Gürtel. Ja, schön. Das Leder, top, passt da perfekt dazu, also gefällt mir. Was hast du dafür? 380. 380 Euro. Ja, nochmal. Warum ist Leon in Mahns Video? Hast du noch eine Uhr oder so? Ja, aber eine Standard Festina, oder? Festina, was hat die gekostet? 150. Calvin Klein Mütze, 40. 40 Euro. Ja, T-Shirt sonst irgendwie. Das glaube ich nicht. Wenn der eine Uhr um, keine Ahnung, 140 Euro hat, wieso hat er dann ein Pullover um 2500 so? I don't know. Nee, nichts Besonderes. Ja, okay, freshes Outfit. Zählt das mit dazu? iPhone X? Das iPhone, Bro, chill, wirklich. iPhone X, zeig mal rein. iPhone X, gib ihm 1,4. Collabo, gib ihm, iPhone X, gib ihm. Oh. 1,4. Wie viel Gigabyte? 256. 56. Bro, wie er das aus der Pistole rausfetzt, als wäre das so voll der Flex. 265. Max Gigabyte, ne? Maximum. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Witzig, es hat mir sehr gut gefallen. Lieber Mann, vielen lieben Dank für deinen guten Content von damals noch. Freunde, das war's von diesem Video. Wenn ihr es auch cringe fandet, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Jetzt wird spannend. Wo ist meine Uhr? Gestohlen. Nein, Joke. Nicht verschreien. Wir sehen uns im nächsten Video und da wird spannend, Freunde, denn dann gibt es wieder Off-Mind oder Off-Mind und danach gibt es ein neues Format, das ich mir überlegt habe. Ja? Und bald die Vorstellung der Kollektion Art Destructeur bleibt dann. Ihr werdet noch erfahren, wie unpackbar der nächste Move schon wieder wird. Aber Freunde, okay. In diesem Sinne, das war's von mir. Euer Maximilian.